Jetzt sagen wir mal was aus der Kategorie, das ist nicht so bekannt. Das könnte also etwas schwieriger zu verstehen werden. Okay, wir probieren es mal. Ban, ju, klei, klei, mai, klei. Ban, ju, klei, klei, mai, klei. Ein drittes Mal. Ban, ju, klei, klei, mai, klei. So, was könnte das bedeuten? Zumindest zwei Vokabeln sollten eigentlich die meisten von euch raushören können. Ban, ju, klei, klei, mai, klei. So, bin ich mal gespannt. Noch ist es sehr ruhig im Chat. So, Conner war am schnellsten. Das Haus ist nah und nicht weit, sagt er. Der Martin sagt, ein Haus in der Nähe ist nicht weit weg. Kurt hat das Wort oder die Vokabeln, das war sehr gut, für nah und fern rausgehört. HZ sagt, dein Haus steht weit weg. Uli schreibt, das Haus ist sehr nah, nicht weit. Ist spannend zu sehen. Aber super, wie ihr mitmacht. Ban, ju, klei, klei, mai, klei. Ban, ju, klei, klei, mai, klei. Das Haus ist nebenan, nicht weit, sagt der Florian. Und Harry schreibt noch, Haus ist nah, es ist nicht weit weg. Na gut, dann schauen wir es uns doch mal an, was wir hier für einen Satz vor uns haben. Los geht's hier mit dem Wort, das müsst ihr alle kennen. Das ist das Wort für Haus oder auch Zuhause. Bahn. Bahn. Im feinen Ton, ja? Bahn. Könntest du ein bisschen übertreiben, wenn ich das noch schwer fällt am Anfang. Bahn. Ja, die Stimme muss runterfallen. Deswegen der feine Ton. Das Haus oder das Zuhause? Das Wörtchen Ju. Ju im tiefen Ton, viele von euch merken es, es begegnet uns immer wieder. Ja, das ist das Wörtchen für sein und begegnet uns sehr häufig, wenn wir über Positionen, ja, über Locations, wie sagt man in Deutsch, ja, Position sprechen. Ja, wo befindet sich zum Beispiel etwas oder jemand? Hat von euch auch jemand ab und zu hier dieses Serverproblem ist aufgetreten? 503 bei YouTube im Chat? Komisch. Ju sein, also das Haus ist. Ja? Sein wird ja konjugiert. Mein Beileid mal wieder, ich sag's, ich weiß, ich wiederhole mich, aber allen Teils, die Deutsch lernen müssen. Und die Verben konjugieren, also dass aus sein zum Beispiel ich bin wird. Oder es ist. Bahn, ju, tiefer Ton. Dann haben wir hier klei, klei. Klei, klei. Ja, das Zeichen hier sagt uns, dass das Wort, was davor steht, doppelt gesprochen wird. Das ist sehr sparsam, ja. Dankeschön. Wer immer sich das ausgedacht hat, da sparen wir uns quasi das Wort doppelt zu schreiben. Und ihr kennt das alle, wenn die Teils Dinge wiederholen, also bei Adjektive, dass es dann die Wirkung verstärkt. Das ist so ähnlich wie aroi, lecker, aromag, sehr lecker. Ja, oder ron, heiß. Ron mag, sehr heiß. Man kann aber auch sagen, Ron, Ron. Ja, das steigert es quasi nochmal, dass es wirklich sehr heiß ist. Und wir können das mag weglassen. So. Wird klei mit G oder mit K gesprochen? Mit G. Das hier ist Gorgei, der erste Buchstabe des thailändischen Alphabets. Und du siehst auch hier unten in der Lautschrift für Deutschsprachige. Ja, also nicht klei, kein hartes K, sondern ein weiches G. Klei, 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 klei im fallenden Ton. Das bedeutet nah. Also das Haus ist nah. Oder man kann es nicht unbedingt wirklich wortwörtlich übersetzen, das Haus befindet sich in der Nähe und zwar sehr in der Nähe. Ja? Also es kann wirklich nicht weit weg sein von uns. Da geht der Satz aber noch weiter. Das Wörtchen ist uns jetzt schon vorhin begegnet. Mai für nicht. Und jetzt wird es halt richtig fies, finde ich. Dann haben wir noch Klei. Klei im mittleren Ton. Und das bedeutet
weit. Und das ist halt schon hart, oder? Klei, nah, klei, weit weg. Wenn ihr jetzt fragt, ihr wollt nach einem Weg fragen oder zum Beispiel wissen, ob ein Krankenhaus weit weg ist, ist es schwierig. Ja? Diese Frage sollte man nicht stellen, wenn man die Töne nicht unterscheiden kann und später aus der Antwort weiß, ob es sich nah befindet, ob es sich weit weg befindet. Mir hat das auf jeden Fall sehr lange sehr viel Kopfzerbrechen gemacht, um mir zu merken, Klei ist nah und Klei im mittleren Ton ist weit. Was mir so ein bisschen geholfen hat und seitdem funktioniert, ist, dass ich mir sage, Klei ist der fallende Ton und dir fällt zum Beispiel etwas vor die Füße, ja, oder dir fällt etwas runter und demzufolge ist es nicht weit weg, sondern nah. Du kannst es direkt wieder aufheben. Vielleicht funktioniert das für euch ja auch. Klei im fallenden Ton, ja, was runterfallen, fallender Ton, nah, Klei ist weit weg im mittleren Ton. Ja, man kann sich vielleicht auch die lange Linie vorstellen, den mittleren Bindestrich für den mittleren Ton. Könnte ein gutes Hilfsmittel sein, um sich den Unterschied zu merken. Du sprichst Klei als K aus, oder? Nee, als G. Klei, 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 Klei. Ich merke mir Klei als Horizontallinie weit weg. Okay, Martin, genau, sehr gut, das kann funktionieren. Gute Eselsbrücke ist echt mies, es ist wirklich gemein, oder? Klei, Klei, ja, nah und Klei, Mittellinie weit weg.